Hallo liebe Gartenfreunde, herzlich willkommen hier bei Gartenzeit TV, dieses Mal mit einem Spezial aus dem Botanischen Garten in Berlin. Hier findet an diesem Wochenende der große Staudenmarkt statt und was man da alles so entdecken kann, das schauen wir uns jetzt mal an. Ja, ich bin Jörg Bohn, bin der Gruppenleiter der Berliner Orchideengesellschaft. Wir sind eine Gruppe von ca. 50 Orchideenbegeisterten, die sich um Orchideen kümmern, die auch eine Ausstellung hier alle 2 Jahre im Botanischen Garten veranstalten. Und wir informieren hier auf dem Staudenmarkt über die Pflege von Orchideen, die allgemeinen Fragen, spezielle Fragen, also rund um Informationen. Orchideen, das ist ja ein ganz spezielles Thema, wenn man so will. Als Laie, sage ich mal, wenn man so in den Baumarkt geht und so, dann sieht man diese klassischen Orchideen, aber das ist ja ein großes Feld. Ja, es gibt ja 20.000 bis 25.000 Naturformen, die man noch nicht alle gezählt hat. Es werden immer noch neue entdeckt. Es gibt daraus entstanden viele, viele hunderttausende Hybriden. Und das, was man leider in den Baumärkten sieht, ist fabrikmäßig erzeugte Ware, aber es gibt viele andere Sachen, die also auch die Hobbyleute gerade kultivieren und auch züchten. Die Baumarktware ist relativ einfach zu kultivieren, bei den anderen muss man schon mal ein bisschen Fingerspitzengefühl haben. Und das macht gerade den Reiz auch aus, sich damit zu beschäftigen, wenn man auch andere Sachen zur Blüte bekommt. Halt, ne? Also es gibt von millimetergroßen Blüten bis handtellergroßen Blüten alles. Ne? Und Sie sind hier öfter denn auf dem Staudenmarkt? Wir sind jedes Jahr im Herbst hier, wo wir informieren. Wir haben auch manchmal ein paar Pflanzen mit bei. Das wäre im Frühjahr zu kalt. Und deswegen sind wir eigentlich regelmäßig im Herbst hier zum Staudenmarkt. Und wenn man Sie kontakten will, wie macht man das? Über orchidee-berlin.de ist unsere Homepage, die wir haben. Da können Sie mich erreichen, eine Mail schicken. Ich antworte meistens taggleich. Oder wir haben auch eine Ausstellungs-Homepage jetzt für unsere Ausstellung. Das ist ausstellung.orchidee-berlin.de. Da findet man viele Bilder von den letzten Ausstellungen und Informationen rund um uns. Sie sind hier zum ersten Mal oder schon öfter? Ja, zum ersten Mal, genau. Und wie gefällt es Ihnen? Sehr gut. Ja, ich bin begeistert. Die Auswahl ist toll. Viele Pflanzen, die ich gesucht habe, kriege ich hier. Freue ich mich sehr. Der Staudenmarkt ist die schönste Veranstaltung, die es hier im Botanischen Garten gibt, denn die vereint Pflanzenliebhaberei und das ganze Schönste dann eben auch mit in den eigenen Garten nehmen zu können oder auf den Balkon oder in das Zimmer. Denn hier kommen über 140 Stände hier vor Ort, also über 80 Gärtnereien, die aus ganz Deutschland kommen, die Bäume mitbringen, Kräuter, Stauden, Zwiebeln. Und jeder hat sich so spezialisiert auf etwas ganz Besonderes. Das heißt, hier bekommt man nicht Pflanzen von der Stange, sondern eine tolle Vielfalt. Und die meisten Pflanzen sind auch naturnah kultiviert worden und sind also robust, sind wirklich was ganz Besonderes. Und dann hat man auch noch den Gärtner direkt vor der Nase, kann ihn also fragen, Mensch, und wo im Garten pflanze ich die am besten hin und braucht die eher so ein bisschen mehr, noch so ein bisschen Kalk vielleicht irgendwie unten in die Erde rein oder ein schattiges Plätzchen, ein sonniges Plätzchen. Von niemandem kann man es besser erfahren als von demjenigen, der sie hochgepäppelt hat. Wo kommen Sie denn her? Aus Hamburg, auf der Durchreise. Ach du mein, auf der Durchreise sozusagen. Naja, wenn man schon in Berlin ist, ne, dann sollte man mal her. Den Staudenmarkt, genau, richtig. Wenn er gerade ist. Genau. Der ist ja im Frühjahr und im Herbst, ist der, glaube ich, ja, der Staudenmarkt. Im Frühjahr, es war bitterkalt und regnerisch und scheußlich. Naja, jetzt kommt ja der Sommer nochmal so zum Herbst sozusagen, da lohnt sich das nochmal. Ich sehe, Sie haben eine Aster gekauft, glaube ich. Da habe ich lange nach gesucht. Ach du meine. Und hier finden Sie es ausgerechnet in Berlin. In Berlin. Ja.
Ja, liebe Gartenfreunde, das war's hier auch schon wieder vom Staudenmarkt. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es heißt Gartenzeit TV. Aber bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen.